selbst gerollt. Das heißt, das muss euch schmecken. Dann habt ihr auf diesem Teller habt ihr noch diesen kleinen rosa Berg, das kleine rosa Bergchen, das ist Ingwer. Der Ingwer ist eigentlich so ein bisschen als Geschmacksneutralisator geeignet normalerweise. Oder wird dazu benutzt. Das heißt, man isst immer so ein bisschen Sushi, zwischendurch immer so ein bisschen Ingwer. Der Ingwer hat eine leichte Schärfe, spült so ein bisschen die Geschmacksnerven wieder frei. Man kann die nächste Sushi-Rolle oder die nächste Sushi-Art mit einem anderen Geschmack wieder genießen, anders essen. Dafür ist dieser Ingwer eigentlich gedacht, wie gesagt, Wasabi, das Grüne, ist halt wirklich ein Würzmittel, was sie halt auf ihren Sushi drauf machen. Oder sie haben nebendran noch ihre Sojasauce stehen, sie können auch diesen Wasabi in die Sojasauce einrühren, dann haben sie eine würzig scharfe Sojasauce. Wenn sie mich fragen, ich persönlich verzichte auf beides. Naja, mein Sushi kocht, der kocht den Reis, der schmeckt den Reis ab, der wird mariniert, mir persönlich reicht der Reis so, wie er ist. Aber Geschmäcker sind wie gesagt ja verschieden, das heißt, jeder darf es so essen, wie sie wollen. Das heißt, sie können entweder den Wasabi in die Sojasauce rühren, oder sie machen ihn oben drauf, oder sie lassen ihn weg, oder sie nehmen nur die Sojasauce, oder sie nehmen gar nichts von beiden. Das ist vollkommen freigestellt. So, dann habe ich jetzt gerade, habe ich Ihnen höchstpersönlich selber allen einen kleinen Eierbecher gegeben, mit Flüssigkeit drin. Dieser Eierbecher ist kein Eierbecher, sondern ein Schnapsglas. Und in diesem Schnapsglas ist drin Sake. Sake wird bei Zimmertemperatur serviert. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Unterschied. Da streiten sich die Leute immer so ein bisschen. Die einen sagen, Sake muss immer vorm Sushi-Essen gegessen werden oder immer danach. Also die einen sagen davor, die einen sagen danach. Fest steht auf jeden Fall eins, es wird getrunken. Und zwar einfach aus dem Grund, heutzutage, früher hat es halt wirklich dadurch, dass ja wie ich vorhin erzählt habe, so ein bisschen, der Fisch war damals nicht hundertprozentig frisch, deswegen hat man da diesen Sake immer getrunken, einfach um den Magen darauf vorzubereiten, so ein bisschen zu desinfizieren, darauf vorzubereiten. Jetzt kommt eventuell etwas, was nicht mehr so hundertprozentig rein ist, einfach um den Magen so ein bisschen zu säubern, wie damals früher in Deutschland halt so ein Magenbitter da war oder solche Sachen. Heutzutage ist es nur noch reine Tradition, weil der Fisch frisch ist. Also ihr dürft euch jetzt gar nicht entscheiden, ob ihr es vorher oder vor oder nachher trinkt, weil jetzt darf mein Kollege, der darf es entscheiden und er sagt vorher. Deswegen erhebt er mit euch auch das Glas und ihr dürft alle die zusammen anstoßen. Stößchen. Kampai ist auch japanisch und heißt auch Ex. Hallo, ich bin der Hubert. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Prost. Oh, sehr lecker.